Freunde, beziehungsweise zu einem neuen Vlogmas-Teil. Ja, ich war gerade eben im Nagelstudio und hatte eine Pediküre. Ich muss sagen, ich mache das im Sommer wirklich eigentlich regelmäßig, also so alle 4-5 Wochen. Aber im Winter vernachlässige ich das immer ein bisschen, aber es war auf jeden Fall nochmal nötig. Und deswegen habe ich mir nochmal meine Füße schön machen lassen. Also ich mache dann mal Pediküre und halt auch meine Zehennägel, also Zehennägel und Füße. ja, und danach habe ich meinen Reisepass abgeholt. Ich hatte ja einen neuen beantragt. Vielleicht auch eine ganz gute Info für euch, weil ich hatte ja im letzten Video ein bisschen über Thailand geredet. Man braucht einen Reisepass und der darf halt grundsätzlich, also nicht nur in Thailand, sondern ich glaube, das gilt generell, also muss das Ablaufdatum zu der Zeit der Reise noch 6 Monate weiter sein. Und meiner wäre, ich glaube, im Mai oder so abgelaufen. Wir fliegen zwar im Februar, aber es ging dann trotzdem nicht, weil der muss noch 6 Monate nachgültig sein. Deswegen habe ich einen neuen beantragen lassen. Ich glaube, das ist ja der neue. Die sehen ja von außen gleich aus. Und ja, ich konnte meinen alten mitnehmen. Der wurde, glaube ich, muss mal gerade gucken. Ich habe irgendwie so einen Stempel drauf gemacht, dass ja, ich den halt ja nicht mehr dann benutzen kann oder dass das der alte ist. Ja, hier steht ungültig drauf. Und ja, das hier ist der neue. Das hier ist mein Bild, ist ganz okay. Ich habe danach auch Tipps von euch bekommen, welche App ihr benutzt, um die halt schöner zu machen. Also, dass man so voll gut darauf aussieht. Werde ich auf jeden Fall fürs nächste Mal mir merken, aber das ist jetzt mal 6 Monate gültig. Aber Fabi und ich müssen noch einen internationalen Führerschein mal antragen, damit wir da keine Probleme haben, wenn wir Auto oder Roller oder sowas mieten wollen. Ja, und das müssen wir jetzt auch eigentlich mal zügig machen, weil das kann auch bis zu 4 Wochen dauern. Und wir fliegen ja schon in 5 Wochen. In 5 Wochen ungefähr. 6 Wochen. Krank. Boah, mir wird das gerade erst real. Boah, wir müssen uns dringend um die anderen Unterkünfte kümmern. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz was zeigen, weil ich habe ein Paket bekommen. Ich hatte euch ja im letzten Video gezeigt, dass ich mir Sachen für Winterberg bestellt habe. Also Handschuhe und solche Sachen. Weil ich ja nichts, oh mein Gott, nichts für den Schnee hatte. Und es ist gerade noch ein Riesenpaket angekommen, weil ich hätte mir auch Moonboots bestellt. Und die sind heute angekommen. Und den muss ich jetzt auspacken zusammen mit euch. So, hier ist das Paket. Ich habe das über Bräuninger bestellt, weil von der originalen Moonboots-Seite wäre das erst nach Weihnachten angekommen. Und ich brauche das ja schon diese Woche. Deswegen habe ich das über Bräuninger bestellt, weil da kam es ein bisschen schneller an. Ey Leute, ich bin so eine dumme Nudel. Ich hab euch gesagt, ich packe jetzt mit euch zusammen das Paket aus und habe es einfach nicht gemacht. Ein Sturm oder was? Ich habe es nur auf Instagram gemacht, dann habe ich es vergessen. Deswegen zeige ich euch jetzt die Schuhe, die ich mir bestellt habe. Die sind tatsächlich immer noch in der Verpackung. Das ist die Verpackung. Ich habe mir die weißen bestellt in groß. Cool, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob die zu klein sind, weil das sind so Einheitsgrößen von, ich habe jetzt 35 bis 38 und ich habe eigentlich halt 37,5, 38. Aber wirklich, also kleiner dürfte es nicht sein. Und ja, so sehen die von innen aus. Ist auf jeden Fall lustig, darauf zu laufen. Und ja, die werde ich morgen anziehen, weil morgen fahren wir nach Winterberg. Finde ich sehr nice, die haben jetzt 185 Euro gekostet. Ja. Übrigens sind auch noch, ich habe mir meine weißen Kopfwärmer, Ohrenwärmer in weiß bestellt. Die sind jetzt auch noch in schwarz angekommen. Genau, die gleichen, nur in schwarz. Und ja, jetzt habe ich euch das auch gezeigt. Ich habe es einfach die ganze Zeit vergessen. Und ich bin seit gestern oder vorgestern ein bisschen erkältet. Ich glaube, es wird schon langsam wieder besser, zum Glück. Aber ich bin sehr froh, dass ich das Wochenende frei habe, weil ich brauche dringend Schlaf. Wir gehen jetzt gleich auf den Weihnachtsmarkt in Bensberg, am Schloss Bensberg. Da mussten wir extra Tickets für holen. Wir gehen dann mit Judith und Leon hin. Und Judith hatte mich mal gefragt, schon vor einem Monat oder so, ob wir da hingehen wollen zusammen. Und die Tickets haben einfach 14 Euro pro Person gekostet. Richtig viel. Und ja, deswegen, wir gehen da jetzt, also um 6 Uhr fahren wir los und er hat bis 9 Uhr auf. Übrigens habe ich jetzt dieses Threads, oder wie das heißt, ich habe das eben gerade runtergeladen. Das ist ja sowas wie Twitter. Und das gab es die ganze Zeit nur, ich glaube, in Amerika. Und jetzt gibt es das auch in Europa. Ich zeige es euch. Also wenn ihr auf Instagram bei mir auf dem Profil seid, dann seht ihr hier oben dieses Zeichen. Da könnt ihr drauf gehen. Und dann öffnet sich diese App. So sieht das Zeichen aus. Das war mein erster Thread. Das ist auch eine scheiß Aussprache. Ich hasse das. Und ja, das ist wie Twitter. Hier hat Fabio auch schon was
Du hast noch was gepostet? Oh Gott, das wird der Untergang, wenn Fabio das postet. Oh nein. Guck mal, das war sein erster Post. Ich liebe dieses Mädchen, mein Spirit Animal. Ja, ist auf jeden Fall ganz lustig. Ich muss das aber noch blicken. Ich verstehe es noch nicht so ganz und ich muss mein Profil auch noch hier vervollständigen. Aber ja, folgt mir auf jeden Fall. Hihi, huhu. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Ich habe mir gerade nochmal Make-up so ein bisschen aufgefresht. Und meine süßen Wärmer dabei. Soll ich euch zeigen, wie sie aussehen? Ich höre halt einfach gar nichts damit, weil das so dumpf alles macht. Ja. Ja, es ist schon sehr. Warte. Muss ich hinterkopf, weil es sonst. Oh Maus, so sieht aus wie Mickey Mouse. Healing energy on me. Like better we. Was singst weißt du, da? Welches Lied ich singe? Nein, ich erkenne es überhaupt nicht. Okay. Okay. Kann ich dir noch eins singen? Ja. Hast du kein Summen? Das hier? Okay, ich kann es nicht erraten. Okay. Kenn ich das? Das ist ein italienisches, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, sag es. Okay. Okay. Hello. Boah, das war irgendwie richtig schlecht. Can you hear me? Irgendwie war es wirklich richtig schlecht. Sing mal mit Text, ich will immer. Du meinst ja, du kannst singen. Nee, ich kann das nicht. Hä? Hey, du hast gerade gesagt, wenn soll du das mit Text machst, dann. Ja, ich mal wirklich ja. Singen? Okay. Hello. Das war halt ernst. Laura non c'è. È andata via. Laura non è più cosa mia. Ich kann Italienisch singen, ne? Das ist echt das Einzige, was ich singen könnte. Das hängt nicht von Italienisch ab, sondern die Stimmlage. Okay. Scusami per tutto quel che ho fatto. Ti giuro che non lo rifaccio. Ogni giorno penso solo a te. Voglio essere vicino a te. Buona Masushi. Amore, mi manchi da morire. Scusa se ti ho fatto soffrire. Ey, wenn euch das gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich wenigstens, ich kann singen, ja? You know you love me. I know you care. Yeah. Just out whenever. Very there. You are my love. You are my soul. My heart. Oh, no, we will never. Ups, ever, komplett ever. Über Rot. Was? Never ever ever. Bier ist da. Weißt du eigentlich, worum das Lied geht? Ne. Alter, das war komplett. Wow. Okay, wir melden uns dann, wenn wir am Weihnachtsmarkt. Nein, ich will weiter singen. Ich will mich, noch ein Lied singen. Ich bin singen. Getrunken, weil ich ja gerade Ebo rein. Welche? Das war ja voll Remix. Welche? Oh mein Gott, scheiße. Ich will genau das Gleiche machen. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was dem Piep so gefällt. Yeah. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was dem Piep so gefällt. Yeah. Ah. Ich hab meine Pexi-Pex für die Neider, Jacke der Pelze, Pants Designer. Oh, ich kann's nicht mehr. Hä, wieso kann ich nicht mehr? Hä, das. Oh mein Gott, ich kann das eigentlich. Ich bin gerade unnormal geschockt. Hä, oh mein Gott. Das muss an der Ibo liegen. Echo Fresh, Ghetto Chef, Junge, denn es muss sein. Köln, Karl, Karz, wir komm in meiner Hut rein. Komm und guck, was es zeigt im Block hier zu wohnen. Wo mein Leben oder Drogen oder Prostitution. Denk mal, eine Pexi-Text für die Neider. Jacke, sie Pelz, Glänzung, Designer. Wieder mal der Beste, bin leider. Sie war einfach, gehen an der Weiber, wie lange Tage ich hoch, aber Mami Flo war auch Fußball. Was ballert deine Jungs? Ah, Scheiße. Los, Baller, wo sind deine Jungs? Wo? Kick die Reime. Und drippe die Scheine. Geh mal lieber zur Seite.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Jetzt kriege ich das nicht mehr. Oh. Wir sind jetzt in Bensberg angekommen. Und da oben ist das Schloss Bensberg. Und da ist dann auch der Weihnachtsmarkt. Ich war da früher immer, um Fotos zu machen, als ich angefangen habe mit Instagram. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es war sehr teuer. Also wir erwarten was. Ich glaube, man sieht das gar nicht in der Kamera, wie das aussieht. Das ist richtig krass hier. Hat man nämlich einen Ausblick bis nach Köln. Also der Vorteil ist, dadurch, dass es hier was kostet, ist auf jeden Fall voll weglos. Hier sind sehr süße Läden. Wir drehen hier gerade unsere Runden und gucken, was wir snacken. Und hier kann man sogar ins Schloss Bensberg reingehen. Wow. Boah, es sieht so cool hier aus. Wow. So, jetzt wird hier erstmal eine gute Schlossbratwurst im Brötchen gegönnt, ne? Das Gute ist, ich kann nicht geschmerzt werden, weil die live singt. Hey. Schmeckt's? Oh. Heiß? Pass auf. Jetzt muss ich auch probieren. So, wir haben jetzt was gesnackt und getrunken und Crepe gegessen. Jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Sieht aber richtig schön hier aus, ne? Sieht voll geil aus, weil das Schloss Bensberg da hinten, wie ihr seht, das ist die ganze Zeit so richtig cool beleuchtet. Sieht schon nice aus. Mir gibt's richtig krasse Sachen. Also nicht so Kleinigkeiten, sondern wirklich. Aber halt auch so viel. Ich bin mich gerade am Ready machen und ich habe seit Ewigkeiten nochmal diese Dinger in mein Haar gemacht. Wir fahren ja heute nach Winterberg. Wir wollten eigentlich schon los, aber vor allem muss gerade noch sein Papa helfen und das dauert ein bisschen länger als gedacht. Und ich habe mir schon ein paar Sachen ausgesucht, die ich zum Anziehen mitnehmen will. Und habe die hier alle in den Wäschekorb getan. Ich muss jetzt mal gucken. Oh mein Gott. Ich muss jetzt mal gucken, was davon wie Sinn macht, was ich mitnehme, was ich jetzt schon anziehe. Weil ich hier auch ein bisschen Content da machen. Ich hoffe, dass diese Locken hier was werden. Weil nicht, dass sie nachher so krüppelig sind. Ja, der Fall muss gleich kommen. Ich ziehe mir jetzt schon mal irgendwie ein erstes Outfit an. Ich will mich noch nicht zu dick anziehen auf der Autofahrt, weil man fährt doch erstmal 2 Stunden dahin. Sonst ist mir danach kalt. Und ja, ich habe mir schon Inspo rausgesucht, weil ich da so drehen will und wie ich fotografieren will und so. Und ich leih mir gleich Sarahs Kamera aus zum Fotos machen. Ja, ich gucke jetzt mal euch ans hier. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ob das Ganze jetzt auch geklappt hat, ne? Okay, Leute, I'm surprised. Wie gut sieht das aus? Das sind jetzt keine Locken, so ein bisschen, aber voll das schöne Volumen. Also ich glaube tatsächlich, dass das daran liegt, dass ich das hier benutzt habe, weil die sind nie so gut geworden. Und die fühlen sich so viel dicker an als sonst. Oh mein Gott, I'm happy. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir waren gerade noch ganz kurz bei Sari. Die sind gestern aus Abu Dhabi wiedergekommen. Und ich habe mir ihre Kamera ausgeliehen, weil die mit dem Blitz ist. Und Sari hat uns einfach diese Schoko Crisps aus Abu Dhabi oder Dubai mitgebracht. Ich weiß nur ganz, ganz viel da, aber boah, wir haben einfach eine Addiction danach. Die sind so lecker, aber die gibt es einfach nur da oder ja, zumindest nicht hier. Ja, und jetzt fahren wir los. Ich habe so ein bisschen Angst, dass da kein Schnee liegt, weil irgendwie sind da 5 Grad, aber jeder sagt, da liegt immer Schnee, also im Winter. Deswegen, ja, machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich melde mich wahrscheinlich erst, wenn wir da sind, damit ich so ein bisschen meinen Akku spare. Wir sind jetzt eine Stunde unterwegs und es sieht sehr schlecht aus, dass hier Schnee liegt. Und irgendwie habe ich da diese, also ich habe diese Option, dass hier kein Schnee liegt, gar nicht in Erwägung gezogen, um ehrlich zu sein. Für mich war klar, in Winterberg liegt Schnee. Schaut es euch an. Da hätte ich auch bei mir ins Bergische fahren können. Entschuldigt die Lichtverhältnisse. Wir sind mittlerweile zu Hause gewesen und waren nicht im Winterberg, weil da lag, also wir sind gar nicht erst besser hingefahren. Sag es einfach, wie es ist. Hä? Erzähl ich doch gerade. Wir sind gar nicht erst bis dahin gefahren, weil wir haben schon bei der Hälfte des Weges gemerkt, da wo damals bei Fabi schon Schnee lag, liegt jetzt schon kein Schnee. Dann haben wir so eine Live-Kamera geguckt und haben gesehen, was da Sache ist. Und da war wirklich nichts an Schnee, nur Kunstschnee an so ein paar Fleckchen. Das sah einfach nur kacke aus. Und dann ja, waren wir sauer, dass wir es nicht vorher gemacht haben und sind zurückgefahren. Und ja, haben uns gerade zu Hause kurz so ein bisschen umgezogen, gechillt und gehen jetzt was essen. Wir haben schon versucht, auf dem Weg nach Hause einen Tisch zu reservieren, aber es war nirgendwo mehr was frei. Und deswegen gehen wir jetzt einfach auf gut Glück irgendwo hin. Und wir haben beide Ultra-Hunger. Ja. The struggle is real. Mal gucken. Ich hoffe, wir haben heute irgendein Fünkchen Glück.
Ich habe gerade eben auch meine Schuhe geschrottet, meine Axt, ich in dann dieser Schlaufe gezogen habe und zu doll. Ach, egal. Heute ist ein weirder Tag, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Wir versuchen jetzt hier zu Abacus zu gehen. Ich weiß. Aber wir haben schon angerufen und die meinten, man kann nicht mehr reservieren, man kann nur auf gut Glück vorbeikommen. Und jetzt probieren wir unser Glück. Wenigstens eines auch heute, wo wir vielleicht Glück haben. Also wir sind jetzt nicht da, wo wir wollten, aber hier, das sieht auch sehr, sehr lecker aus. Wir sind auch in einem Steakhouse, aber ein bisschen außerhalb von Köln. Und wir haben jetzt Vorspeisen Baguette und Aioli und da kommt gleich noch Chorizo. Und haben uns beide ein Steak heute mal gegönnt. Nee, das ist irgendwas mit Tomaten, glaube ich. Boah, es riecht so geil, oh mein Gott. So lange. Heute war echt ein sehr komischer Tag, aber... Jetzt lass uns ein guter Tag werden, okay? Es ist ein guter Abend. So, unsere Speise ist jetzt auch da. Mach doch. Was ist? Ich hab zu viel Salz drauf getan. Ja, probier erstmal. Los, wir erstmal probieren. Das ist so ungesalzen und ungefähr fünf. Das Entrecot. Und ich habe ein Filet. Und eine Kartoffel und Brokkoli. Fabian auch noch einen Maiskolben. Ja, übrigens, diese beiden Soßen waren sehr lecker. Die waren ein bisschen spicy. Guten Appetit. Darf ich probieren? Ja. Darf ich vor dir oder nach dir? Du darfst vor mir. Echt? Ja. Ja. Mmh. Du hast gar keine Tomatenketchup oder Mayo oder so. Ja? Hi, hi. Ich grüße euch hier von einem Supermarktbesuch. Wir sind einfach zum Edeka gegangen, weil wir nichts zu tun haben. Was brauchen wir? Weiß ich nicht, lass mal gucken. Warmes gerade essen und jetzt ja, brauchen Klopapier. Ich sehe süß aus, oder? Ja, mega. Ich finde es wirklich süß und das passt zu meinem Pullover. Können wir bei Chibo gucken, da gibt es immer so coole Sachen. Oh, das ist jemand. Ich liebe Chibo-Sachen. Ich gucke immer, aber ich hole nie was. Ey, wie süß ist denn dieser da? Boah, Schatz, irgendwann können wir so Sachen holen. Ist ja klar, ich muss gehen. Boah, momentan trinke ich richtig viel Tee. Auf der Arbeit trinke ich durchgehend Tee. Nimm doch einen Detox. Mach doch einen Detox. Ich will keinen Detox. Ja, aber Entgiftungstee. Mach du doch einen Detox, Junge. Ja, aber du trinkst doch so viel Tee. Ja, aber ich will keinen Detox. Ich will was für mich. Boah, früher hatte ich immer Lilifee. Ich will einen neuen Tee. Ich habe lange keinen Fruchttee mehr getrunken. Der Vanille ist lecker. Ich nehme Himbeer-Vanille. Heiße Liebe. Schatz, heiße Liebe. Boah, Leute, die Duschgel von Farich sind so krass. Wir haben einen zu Hause, das ist aber gar nicht hier. Ich komme nicht auf, wie lecker das riecht. Ich muss euch mal zeigen, wo ich zu Hause bin. Ich liebe die. Ja, ich habe random jetzt, aber egal. Schon Sonntag. Ich habe es also leider nicht geschafft, dieses Video hier für euch heute an diesem Sonntag hochzuladen. Ich dachte... Oh, ich kann sehr viel in Winterberg mit euch, also für euch mitfilmen, aber das war leider ja nicht der Fall. Und ja, als wir dann gestern zu Hause waren, wir waren ja noch essen und einkaufen, haben wir wirklich, wie lange? 5 Stunden, glaube ich, bei Mayonnaise geguckt. Oh, nochmal lange, wir sind einfach süchtig. Und ja, heute ist auch nicht viel passiert. Ich habe gerade die ganze Wohnung aufgeräumt, Wäsche gemacht. Habe streamt gleich. Und bis Ennis kommt, gucken wir jetzt bei Mayonnaise. Ja. Und haben Piccolinis gemacht. Snacken das jetzt und dann muss der Gute gleich streamen. Ich wollte euch noch das Duschgel zeigen, was ich von Fahr so lecker finde. Ey, der Fabi vergisst immer im Badezimmer das Licht auszumachen. Und zwar ist es das hier. Ich habe das einfach, also ich habe es einfach geholt. Das riecht so krass. Boah, ich weiß, ich kann gar nicht beschreiben, wonach. Also hier steht... Duft von wilden Kamillen. Aber ich weiß nicht, wie Kamille riecht, aber Leute, holt euch das, das riecht so gut. Ich bin very begeistert. Wir mussten auf jeden Fall hier im Flur unsere Wäsche aufhängen, weil unten kein Platz mehr ist. Aber hier ist auch besser, weil unser Trockner ist kaputt und unten im Keller trocknen die nicht so schnell. Ja, deswegen hängt hier jetzt gerade unsere Handtücher. Und ich hocke gerade in der Ecke und schneide dieses Video für euch. Ich wünschte ja irgendwie, man könnte für immer einen Weihnachtsbaum haben. Es macht einfach alles so viel besser. Und Leute, schaut mal richtig putzig. Fabes Mama hat mir diese Kerze hier mitgebracht. Oh, ich kann mich gerade kaum bücken. Ich weiß gar nicht, wo sie die her hat. Aber da ist so Glitzer drin, was so wirbelt. Und man kann die auch bunt einstellen. So cute, oder? Ja, auf jeden Fall schneide ich dieses Video zu Ende. Aua.
Oh Leute, ich hatte heute den ganzen Tag keine Schmerzen, aber als ich eben hier aufgeräumt habe, habe ich mich wieder irgendwie falsch bewegt und es tut direkt wieder so weh. Und dann mache ich mich bettfertig und gehe auch schlafen. Ich bin zum Glück wieder einigermaßen gesund. Also ich habe nur ein bisschen Nase zu, aber bei mir zieht sich das leider auch immer so ein bisschen. Und sonst geht es mir auf jeden Fall besser. Und ja, ich habe am Wochenende gemerkt, dadurch, dass ich viel geschlafen habe, dass meine Schmerzen halt auch besser geworden sind. Deswegen nervt mich das gerade so, dass ich jetzt wieder Schmerzen habe, weil ich mich einfach mit bewegt habe. Ich habe im Januar übrigens einen MRT-Termin von meinem Halswirbel, weil ich war in der Uniklinik und die haben mir gesagt, ich soll auf jeden Fall nochmal einen MRT machen. Ja, ansonsten, was steht die Woche so an? Morgen muss ich arbeiten und mein Bruder hat Geburtstag, der wird 21. Und deswegen fahren wir morgen direkt nach der Arbeit zu meiner Family und wir machen alle zusammen Raclette. Und am Dienstag habe ich frei, da habe ich einen Nageltermin und ich wollte mit Sari Fotos machen gehen. Und abends treffen wir uns zu viert, also Sarah, Doli, Fabian und ich, um Thailand weiter zu planen, weil wir haben bis jetzt ja nur eine Unterkunft in Bangkok, das hatte ich euch erzählt. Wir müssen aber noch einen Phuket buchen zusammen und Fabian und ich müssen auch noch die anderen Unterkünfte buchen. Wir müssen uns jetzt echt mal beeilen, wir haben es jetzt ein bisschen schleifen lassen. Und ja, ansonsten arbeiten wir, dann ist ja auch schon Weihnachten. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich muss mal gucken, ob ich es diese Woche schaffe, nochmal ein zweites oder drittes Video hochzuladen. Ich habe euch ja gesagt, ich versuche es halt von Woche zu Woche. Aber jetzt erstmal eine schöne Woche. Danke fürs Einschalten. Hinterlasst meinem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Hab ich lieb.